Okay, hier mal wieder eine Aussage zur Teilbarkeit, die bewiesen oder widerlegt werden soll. Für alle A, B, C aus Z gilt, A teilt B und B teilt C. Daraus folgt A mal B teilt C. Ja, jetzt kann man anfangen, wie nähert man sich wieder so einer Aufgabe, macht man ein paar Beispiele und gewinnt eine Intuition dafür, darüber, ob die denn gilt oder nicht. Ja? Nehmen wir mal folgendes Beispiel. 2 teilt 4 und 4 teilt 8 und 2 mal 4 teilt 8. Okay, das scheint zu funktionieren, ne? Drei teilt 9 und 9 teilt 18. Aha, hier haben wir schon ein Gegenbeispiel gefunden, ne? 3 mal 9 teilt nicht 18. Okay, an der Stelle wären wir eigentlich schon fertig, ne? Haben ein Gegenbeispiel gefunden. Da ist ja auch klar, wenn A B teilt und B C teilt, dann ist A ein Teil von B und B ein Teil von C, damit auch A von C. Aber eigentlich ist gar nicht so richtig klar, warum A mal B auch ein Teil von C sein soll, ne? A steckt ja in B drin und B in dem größeren Teil C. Warum sollte A mal B auch C teilen? Okay, wir haben jetzt mehr oder weniger per Zufall ein Gegenbeispiel gefunden, ne? Damit sind wir eigentlich schon fertig. Wenn man jetzt aber ein richtig schönes Gegenbeispiel sucht, ja, das ist jetzt ein Gegenbeispiel, okay, das ist nett, ja, aber so richtig schönes, einfaches, so ein möglichst einfaches Gegenbeispiel, das Simpelste, das man finden kann, ja, da empfiehlt sich häufig einfach mal für A, B und C dieselbe Zahl einzusetzen, zu schauen, was passiert. Also beispielsweise. Nehmen wir mal das Beispiel 2 teilt 2 und 2 teilt 2. Ne? Damit wäre A, B, C alle drei 2. Aber 2 mal 2 teilt nicht 2. Das ist eigentlich ein schönes Gegenbeispiel, ja, bei dem man sich nicht verkünsteln muss mit irgendwelchen Zahlen und das auch ein gutes Gegenbeispiel ist und das ist ein gültiges Gegenbeispiel. Oft wird vermutet, was nicht stimmt, A, B und C müssten drei verschiedene Zahlen sein, nur weil es drei verschiedene Buchstaben sind. Das ist natürlich nicht so, sondern für alle A, B, C aus Z bedeutet, betrachte alle möglichen Kombinationen aus drei Zahlen aus Z. Und zu allen möglichen Kombinationen zählen eben auch diejenigen, bei denen alle drei gleich sind. So. Insofern wäre das hier ein gültiges Gegenbeispiel. Und mehr muss man auch gar nicht aufschreiben, ne? Diese Aussage gilt nicht, weil 2 teilt 2 und 2 teilt 2, aber 2 mal 2 teilt nicht 2. So, damit ist man schon fertig.